Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, hier sind wir letztes Mal angekommen und jetzt müssen wir die Quests annehmen. Ohne Herzen kriegen wir kein Wasser. Dann sterben. Das ist richtig. Wir brauchen Herzen. Menschliche Herzen. Ich nehme die Maschinen selber aus. Na gut, viel Spaß. Eine Ostländerin mit blutroten Haaren. Ja, sehr ostländisch. Du hast Gruda getötet. Regalas Streiter, er gehörte zu uns. Tja, jetzt nicht mehr. Ich heiße Aloy und ich bin nicht auf Ärger aus. Vielleicht könnten wir aber Ärger brauchen. Meine Leute ernten da draußen eine große Herde. Wir sammeln die Herzen, schicken sie in die Hauptstadt, werden in Wasser bezahlt. Es wird jedes Jahr schwieriger. Tödliche Maschinen verteidigen die Herde. Der letzte Angriff kam, als wir die Herde entdeckten. Da gibt's genügend Flüsse im Land. Sind fast alle draufgegangen. Aber unsere Beute ist noch in dem Pferchen, also kann ich ihre Herzen gegen das Wasser eintauschen, das wir brauchen. Wenn du alleine da rausgehst, wirst du umgebracht, Draka. Das ist nur eine der Möglichkeiten. Die große Streiterbezwingerin kommt mit. Oh, nicht unbedingt. Vielleicht beantwortest du mir erst ein paar Fragen. Ja, vielleicht machst du es mal. Die Maschinenherzen. Ich helfe dir, die eingepferchten Maschinen zu ernten. Vielleicht. Und solltest du das nicht allein machen. Dein vielleicht. Dich gerade zu brauchen. Vielleicht. Ich mag sie. Ich nicht. Ach so, Aloy. Die mag ich auch. Wir gehen oder uns an dem Außenposten im Südosten treffen. Südosten. Wir treffen uns dort. Ich muss mich zuerst noch um etwas kümmern. Geh du schon vor. Ja, du schaffst es. Ich warte am Außenposten, solange ich kann. Tu das. Mögen dich die Zehen beschützen. Und deine Zehen mögen wackeln. Ja. Ja, tu das. Ja, schön berichten. Ich mag eure annähernd Deutschland-Gesichtsbemalung. Finde ich sehr sympathisch. So, was haben wir hier? Nichts zum Kaufen. Ist aber bedauerlich. Ah, wir können aber Wertgegenstände verkaufen. Glaube ich zumindest. Markieren. Markise. Ah, das sind alles Wertgegenstände nur. Ja. Na gut, weg damit. Weg damit. Und verkaufen. Ja, natürlich will ich 1000 Scherben mehr haben. Wo ist denn der nächste gute Bogenhändler? Ah, da. Jägerbedarf. Ich hab Bedarf an Jägern. Ach, da ist nur Scheiße drin. Anker, Seilwerfer. Im Moment nicht. Spulen. Sehr selten. Löschwasser und Frost plus 12%. Kritische Trefferchance plus 15% und Schaden über Zeit finde ich natürlich cool. Doch Bohrstacheln, Taumelstrahlen, Häcksler und Bereiche mit Restschaden. Ah, okay. Aber kritischer Treffer kaufe ich. Kaufen. Auf jeden Fall. Ein Reisschaden. Ich esse doch gar nicht so viel Reis. Aber trotzdem habe ich einen enormen Schaden. Das ist teilweise unverständlich. So, Waffen-Upgrades. Was kann ich upgraden? Feuer-Jägerbogen. Ah, das wird auch Zeit, aber der macht echt wenig Schaden. Was ist denn überhaupt ausgerüstet? Sehe ich ja auch hier. Der ist, okay, das ist tatsächlich mein Feuerbogen. Das ist mein Scharfschützen. Nee, das ist ein Jägerbogen. Ne, was haben wir denn alles? Also der Feuerbogen ist eh für den Arsch. Und dann haben wir den Schneider-Jägerbogen, der ist ganz oben, den verwende ich die ganze Zeit gerade. Und der ist nicht upgegradet. Dafür ist er gar nicht so schlecht. Upgrade. Ja, Upgrade abgeschlossen, ich weiß. Ah, da braucht man Krallenschweifer, Klingenschneif. Oder wie das hieß. Oh, der wird ja so gut im Moment. Und Panzerwanderer Blitzgewehr. Das habe ich natürlich nicht. Dann können wir vielleicht aus dem noch was rausholen. Ich meine, zumindest ein bisschen was. Oder braucht es... Ah, ein Stürmerhorn. Die haben wir doch reichlich in der Gefängnisbrieftasche. Da bewahrt man sie am sichersten auf. So, das Ding ist vollständig verbessert. Das auch. Müssen die nicht komisch leuchten? Okay, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Nicht ausgerüstet. Scharfschussbogen, auch nicht ausgerüstet mehr. Na gut, ich werde schon wissen, was ich tue. Häckslerhandschuh, damit war ich jetzt nicht so zufrieden, aber vielleicht, wenn er besser wird. Vielleicht ja, wenn er besser wird.
Verzeihung, ich habe mich heute schon ein bisschen heiser gequasselt. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Okay, Grünglanzansammlung und Grünglanzfragmente, 3 Stück. Ja, das ist ganz schön fordernd. Okay, kann ich noch Outfit-Upgrades? Natürlich, da gibt es ja auch was. Langbein, Flügelbrenner, Krallenschreiter, Klingenschweif. Mensch, ist das ein Zungenbrecher? Vielleicht könnten wir uns auch mal wieder umziehen. Oder zumindest, also Fallenherstellung brauche ich gerade nicht. Wir können doch im Inventar einfach mal einen anderen Style wählen. Finde ich alles sehr hübsch. Sieht mal... Oh, warum nicht baufrei? Look anwenden. Na also, dann wird die Folge wieder spannend. So, kann ich hier Waffen verkaufen? Ich bin teilweise irritiert hier. Du hast doch noch Geld, oder? Verkaufen. Waffen. Alles, was nicht ausgerüstet ist. Da ist irgendeine Spule drin, scheiß drauf. Jägerbogen mit 28 Schaden. Und was bist du? Jägerbogen mit 36 Schaden. Aber du machst Froschschaden. Boah, ist egal. Verkauf, Verkauf. Kriegerbögen, Verkauf. Verkauf. Sprengschleudern. Verkauf, Verkauf. Stachelwerfer, Verkauf. Nicht Verkauf, nicht Verkauf. Und verkaufen. Ja, auf jeden Fall will ich das. So, Scharfschussbogen, der ist eigentlich noch gut. Den würde ich gerne ausrüsten. Kann ich anscheinend hier nicht. Wo rüste ich nochmal Zeug aus? Ah, fortgeschrittene Jägerpfeile. Und normale Jägerpfeile. Schön, dass er das jetzt kann. Und die sind ja hier auch besser geworden. Also ein Scharfschussbogen hätte natürlich auch was. Ich probiere es trotzdem nochmal mit dem Häckslerhandschuh. So, jetzt machen wir noch ein paar Fallen. Ja, die Teile da herstellen. Mach doch mal schneller, ich bin mir sicher, dass ich die herstellen möchte. Aha. Und Outfit-Upgrades, ja, bringt mir alles eigentlich nichts. Ja. Ja. Ich finde, wir sehen wieder super aus. Ich wünschte, ich hätte so einen flachen Bauch. Meiner ist eher gewölbt. Und nicht, weil ich schwanger bin. So, Vorrat brauche ich nicht. Vielleicht ein Koch? Warum nicht? Wow, was hast du? Spezialitäten? Regionaler Eintopf. Ja, damit. Nehme ich gleich zweimal. Muss ja nicht so kompliziert werden. So, Karte. Da gibt's Streit, da gibt's ein Lagerfeuer. Langbeinareal und Jagd gegen Durst. Nee, wir wollen den Langhals da besteigen. In die Richtung. Da unten parkt mein Pferd. Oder die Horizon Forbidden West Variante davon. Schauen wir mal, wie geländegängig der ist. Oh, da liegt ja Loot. Nehme ich. Hier hätten sie genügend Metallscherben, um sich Wasser zu kaufen. Ist hier echt kein Fluss in der Nähe? Nee, sieht sehr trocken aus. Na gut, dann verstehe ich, dass sie Wasser wollen. Jo. Der ist ein bisschen schwer zu lenken. Aber wir kriegen das hin. Da bin ich ja zu Fuß schneller. Schau wieder die Reiter. Ja, mal. Die klingen definitiv nicht nach Rebellen. Hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Ich will jetzt nicht deren Spuren folgen. Keine Lust auf Pferderennen. Oh, ich habe ein Wildtier gekillt. Wollte ich nicht mal. Na, wo ist der lange Hals? So, Wildschwein voraus. Ja, das war auch ein Wildtier-Kill. Na komm, da ist er ja. Also Geländegängigkeit so mittel, würde ich sagen. Kenn ich jetzt schlechter. Ganz ruhig. Ja, ganz ruhig. Ich holt. Oh, ich hänge ja fest. Wieso habe ich denn das gemacht? So. Erstmal einen Eindruck von der schönen Landschaft bekommen. Was ist das denn da hinten? Ach, ich kann ja nicht ranzoomen. So ein Fernrohr wäre ganz cool. Und was bist du? Du leuchtest so cool.
Ein normales Lanzenhorn. Euch kennen wir doch schon. Und da hinten sind die Nacktrebellen. Okay. Dann schießt man euch die Hörner ab. Ja, also. Braucht man sicherlich ganz dringend. Oh, das ist jetzt eine coole Waffe. Ja, mit den Hörnern. Ein kleines Wildschwein. Wieso sind die denn hier so dünn? Ach, weil es ein Nabelschwein ist. Dann her mit dem Nabel. Ja, ein bisschen Fleisch schadet nicht. Ein Horn. Zwei Horn. Irgendwas anderes. Oh Mist. Wer seid ihr denn hier? Ihr seid Rebellen, sag ich doch. Seht ihr mich oder seht ihr mich nicht? Ihr verhaltet euch nicht so, als ob ihr mich seht. Okay, die kämpfen jetzt gegen die normalen Lanzenhörner. Bug das Spiel gerade ein bisschen. Ist mir egal. Mir macht Spaß. Muss ja nicht immer gesehen werden. Jo, schön an Schädel ran. Hey, die hat einfach die Hörner weggenommen. Au. Hey, ihr habt mein Reittier erledigt. Ich war gerade in der Animation. Ich kann noch. Natürlich kann ich noch. Kann ich nicht über meine Feinde sagen. So. Das ist bestimmt sehr wertvoll hier. Ne? Keine Munition mehr. Nein. Lässt du mich mal in Ruhe? Ich sollte für euch vielleicht nicht die guten Pfeile benutzen. Die einfachen reichen ja auch. Ihr mit euch Lanzenhörnern. Nein. Hab dich. Und dich auch. Und dich nochmal. Und jetzt liegt hier so viel zum Einsammeln wieder rum. Das stimmt mich immer glücklich. Hey, hab doch gesagt, einsammeln. Wir brauchen das Geld. Ganz dringend. So, einmal hier noch was Blaues. Ach, nur ein Gesundheitstrunk. Ein Kaktus. Knackiger Stachelhalm, meine ich. Na, vielleicht nenne ich so die Episode, wenn ich dran denke. Also wahrscheinlich nicht. Ich brauche echt einen Block hier neben. Mitten in der Episode fallen mir manchmal Folgentitel ein, aber vor allem, wenn ich dann mehrere aufnehme, habe ich doch keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Welche Episode wie heißen soll. Hm. Nabelschwein? Es gibt wohl keinen Weg, auf diesen Langhals zu klettern. Nabelschwein. Dann müssen wir gleiten. Weil das ist blöd, wenn es keinen Weg gibt, um raufzukommen. Das ist dann wieder so eine... Will der nicht ein bisschen näher kommen? Was bist du denn? Ein Lanzenhorn. Kommst du, um dich zu ergeben? Anscheinend ja. Jo, haben wir noch irgendwas Wertvolles hier rumliegen? Nö. Ich muss wahrscheinlich von dem großen Berg da runtergleiten, oder? Wieso ist der gesperrt? Wieso hat er so ein Schloss dran? Vielleicht kriege ich ja doch irgendwann ein Flugvieh. Finde ich schön. Finde ich schön praktisch. Okay, da geht's auf jeden Fall erstmal nicht hin. Die leuchtende Ödnis. Ja, ganz schön öde hier. Dann ab zum nächsten Langhals. Hui. Hui. So, der mit den Stachelhalmen. So, was, von was wird da eigentlich verfolgt? Das sieht aus wie diese Phantomdinger. Und kann ich nicht einfach an einem Fuß von dem hochklettern? Wird doch nicht so sein, dass ich wirklich nicht hochkomme. Oh, da ist wieder so eine Froschechse. Sieht nicht aus, als käme ich irgendwie auf diesen Langhals rauf. Ja. Das ist schlecht, oder? Oh, der ist draufgegangen. Pech für ihn. Frost bringt mich hier nicht weiter.
Ich habe jetzt auch nichts besonders Frostiges dabei. Obwohl, bei den Temperaturen wird sich ja ein Eis fast wieder lohnen. Aber ich bin schon eigentlich fett genug. Auf der anderen Seite ist es Eis, also wenn man schon fett ist, muss man es auch nutzen. Da ist ein großes Vieh. Kann ich dich erledigen? Oh, da sind noch zwei andere Sachen. Ich glaube, ich gehe gleich drauf. Diese Theorie gilt es aber zu überprüfen. Wir haben doch schon mal eins von denen erledigt. Irgendwann mal. Jo, die Wildschweine leben da in Ruhe. Ist das so ein Donnerrücken? Dornrücken nicht. Donner, Kiefer, Schlundmonster. Wir haben es gleich. Ah, Donnerkiefer. Ein Donnerkiefer zu erlegen ist immer eine gute Herausforderung. Ja. Schwach gegen Säure. Können wir einen kritischen Schlag machen? Natürlich nicht. So. Dann werd mal sauer. Der ist halt auf Stufe 30. Wir nicht. Ja. Ist vielleicht noch eine schlechte Idee. Hey, kein Schwanz. Kein Schwanzschlag. Komm schon. Mit ein paar mehr Ressourcen und ein bisschen mehr Zeit schafft man das doch. Boah, der Thron. Ohohoho. Weg hier. Wenn die Drohnen schon sowas machen. Hey, ist das ein Geier? Nee, kein Geier. Wir werden es rausfinden. Es ist ein Wildtier. Es war ein Geier. Sah auch so Goya-mäßig aus. So, Leute. Ich lasse euch hier mal alleine walten. Oder anders gesagt, Bruder muss los. Oh, ist das Salz? Sieht aus wie ein bisschen Salzwüste. Nur nicht dran lecken, Aloy. Hier ist Wasser echt rar. Kein Wunder, müssen wir das Terraforming-System neu starten. So. Wir sind, haben alle Verfolger abgeschüttelt. Wann brauche ich die? Ja, früher als später. Kennen wir doch von uns. Ein Unterschlupf. Boah, da schlupfen wir mal kurz rein. Sogar ein Lagerfeuer. Und ein Nacktlager. Schnell speichern. Und da sind so Splitterfragmente. Irgendwer ruft da noch. Feuerglimmer. Ja. Klingt, als hätte da jemand Ärger. Das klingt tatsächlich so. Weiß nur nicht. Ein Fragment, das braucht man doch. Kriege ich bestimmt etwas Gutes. Wer will denn da oben was von uns? Vielleicht wollen die nur fluchen und wir sollen uns denen nicht aufdrängen. Naja, wir stecken unser Näschen ja eh überall rein. Das ist noch ein Unterschlupf. Ich töte euch alle, wenn ich muss. Oh, die ist gestorben, glaube ich. Was seid ihr? Meine Anlage nicht zerstören. Nee, die braucht nur Hilfe, glaube ich. Hilft hier Säure überhaupt? Was? Hab jetzt nicht aufgepasst, was das für Teile sind. Aloy, mach mal ein bisschen mehr hier. So, erstmal scannen. Schwach gegen Feuer. Ich bin dran. Au! So, mach mal einen kritischen Schlag. Ja, ich glaube auch. Und du stellst dich doof an. So, kritischer Schlag. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Kritischer Schlag, hallo? Irgendwer? Na also. Ich bin Aloy. Na also, Maschinenkill. So soll das sein. Und Säure. Uiuiui. Uiuiui. Helf.
Na, geht doch. Bitteschön, durch dich hindurch. Haben Sie sie erwischt? Bitte nicht kaputt. Bitte. Was denn? Ich schau mal, ob es ihr gut geht. Bestimmt. Was bringen die knackigen Stachelhalme? Erstmal wieder schön Reinholz. Wenn so nebeneinander steht, muss man das hier nutzen, wieder aufzufüllen. Ja, damit. Her damit. Oh, ein Radio. Sehr gut. Der Draht zum Stachel ist noch intakt. Die Anlage geht noch. Bist du okay? Du hast die Maschinen besiegt. Danke, aber du solltest jetzt gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Und was ist mit dem Radio? Und mit meinem Outfit? Sie empfängt Ton durch diesen Draht. Von dem Ding auf der Klippe, dem sogenannten Stachel. Aber die Nachricht ist unvollständig. Und du versuchst sie komplett zu empfangen? Habe ich das richtig erraten? Wie hast du all das rausgefunden? Ich habe unterwegs einiges gelernt. Vor allem, wie man sich gescheit anzieht. Wenn du willst, können wir darüber reden. Vielleicht kann ich helfen. Oder auch nicht. Sieht aus, als würdest du was davon verstehen. Ein bisschen. Also dann. Leg los. Das hat alles einen Preis. Sehe mir den Stachel mal an. Vielleicht kann ich mehr von der Nachricht empfangen. Wie? Sagen wir, ich habe auch eine Anlage. Meine steckt im Ohr. Sind sie nicht, aber ich schon. Irgendwie. Bin gleich zurück. Nicht unbedingt gleich. Demnächst, okay, würde ich sagen. Na gut. Ein schwäbisches gleich. Kannst ja selber zum Stachel gehen. Ich Folge hab grad. Einfach den Draht zum Stachel ganz oben. Ja. Und ich bitte dich, mach nichts kaputt. Ich verspreche nichts. So, Lagerfeuer da unten, das will ich noch besuchen. Hui. Nirgendwo ankommen, das sind gute Schnellreiseposten hier. So, Lagerfeuer? Das dämpft den Fall. Das Lagerfeuer? Nee, mein Gleitschirm. So, bist du wertvoll? Nein. Also wertvoll genug, würde ich sagen. Aber nicht im Übermaß. Ist auch eine Qualität von mir. Gesundheitspflanze. Können da nicht auch 12 einfach auf einem Haufen stehen? Oh, was ist denn das schon wieder? Das sieht auch aus wie ein Donnerkiefer, aber ein bisschen anderer. Nö, normaler. Okay. Kann ich ja jetzt auch nicht riechen. Vielleicht ist es ja nochmal derselbe. Unbekannt Signal. Naja. Bier soll hier erstmal von dannen ziehen. Ah, da sind Bieren. Her damit. Hier stehen überall Bieren. Nee, nicht wirklich. Wir können nur dreimal leicht aufs Maul kriegen. Das ist jetzt in meiner Definition noch nicht alles. Auf zum nächsten Lagerfeuer. Na, der wird mich doch nicht angreifen wollen. Okay, da sind auch nochmal große Teile. Da ist auch nochmal ein Lagerfeuer. Wie gesagt, für die Schnellreise richtig wertvoll, wenn wir das jetzt machen. Vielleicht speichern wir auch einfach mal kurz, bevor wir uns mit den drei Maschinen vor uns anlegen. Warum auch immer die so im Verband gehen. Verband? Ich werde einen Verband brauchen. Oh, die greifen sich auch gegenseitig an, oder? Nö. Ich könnte es mit Säuremunition probieren. Behemoth, dich kennen wir doch noch. Ihr habt doch schöne Waffen obendrauf. Denke ich mal. Ja, so viel zu schönen Waffen. Oje. Falle. Trigger halt die Falle mal. Her mit der Waffe. Die Waffe gehört mir, wenn ich hinkomme. Ja, wenn. Und der andere hat doch auch noch eine Waffe auf dem Schädel.
Schnell an die Waffe. Oh nein, die kommen gerade in die falsche Richtung. Jetzt. Ja. Komm schon. Mist. Beinahe. Komm schon. Wenigstens einer mal hier down. Immer noch nicht. Scheibenkleister. So. Der ist down. Der andere folgt ihm gleich. Keine Munition. Schade. Nein, nein. Lieber Behemoth. Behemoth. Na also. Oh, und schön die Schwanzantennen. So, wo ist die Waffe? Da hinten ist die Waffe. Ich will die Waffe. Ich will die Waffe. Ich suche keinen Streit. Nicht ohne meine Waffe. Scheibenkleister. Hör mal auf mit der Erdattacke. Ah, nochmal. Habe ich keinen Trank mehr? Kann doch nicht alles verballern. Ist ja gut, ist ja gut. Hab nur deine zwei Verfolger ausgeschalten. Au. Waffe. Ja, schieß nicht sehen. Mist. Komm schon. Boah. Ich weich doch aus. Habe ich kein Helf-Item mehr? Doch. Ui, schmeckt es gut. Schmeckt es gut. Ach, du bist noch nicht down. Du tust nur so. Nein. 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 Na gut. Mut. 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 Da haben wir Mut. Vielleicht zu Unrecht, doch nicht in den Stein ausweichen. Komm schon, trinken. Trinken, das trinken, trinken. Ja, wir aber auch. Zu wenig Ausdauer. Ah, der hat gar keine Ausdauer mehr. Weil er irgendwie tot ist. Boah, dass wir das geschafft haben. Ja, mit dem ganzen schönen Zeug. So, hier mit den Gesundheitsbieren, wenn hier welche Bieren. Hat sich wieder gereimt, das war gar nicht gewollt in dem Fall. So, wir schauen trotzdem, ob wir hier ja nicht rüberspringen einsammeln. Aloy, also manchmal knackiger Stachelhalm und geflochtener Draht. Und bisschen Reinholz. Da wäre noch mehr Reinholz. So, das sieht auch wertvoll aus. Wo haben wir denn den ganzen Scheiß von den anderen Viechern gelassen? Egal. Und ist das ein Donnerkiefer da oben? Sieht auch wieder so riesig aus. Vielleicht sind das einfach mehrere. Wer weiß es schon so genau. Ich dachte, wir haben diese Teile noch nicht ganz gelootet. Also die, na wie hießen die, die neben dem Behemoth waren, die Verwüster. Okay, Vogel und Schwein. Da ist meine Sprengfalle. Da sind sie doch. Wusste ich doch, dass ich die zurückgelassen habe. So. Ich würde sagen, das hat man ganz gut gemacht. Auf zum Langschwanz, Langhals natürlich. Ja, aber ein ganz schöner Sternhimmel. Das Cluster ist mir zumindest neu. Vielleicht entsteht da eine neue Galaxie. Das ist der Polarstern. Ich muss ihren Anführer loswerden. Vielleicht zieht sich der Rest dann zurück. Den Anführer töten wir zum Schluss. Der soll zusehen. Schockmunition könnte hier helfen. Oh. Da ist ein Langhals. Und was sind das für Fässer? Lohefass. Ja, dann kommt mal näher. Hab eine Lohe-Überraschung für euch. Oh. Oh. Ja, das hat funktioniert.
Da sind eure Lohefächer. Ach, hat keinen Gegner erwischt. Hey ho? Ihr Reitviecher. Ja, aber so fremd sollte ich euch gar nicht mehr sein. Nein, da war eine Heilpflanze. Sollte helfen. Und ich dachte, ich habe ich besiegt. Ach so, den anderen habe ich besiegt. Nix einkesseln. Wer hat es gerufen? Komm und stirb, ihr Mann. Großer Fehler. Wieso? Weder noch, ich kämpfe hier gegen euer Vieh. Ups. Der braucht echt zu viel von der guten Munition. Ah, die ist auch so gut. Und an den Arsch. Da ist er besonders empfindlich. Das kann ich direkt nachfühlen. Und in den Schädel rein. Ja. Ausgewichen. Jetzt ist sie fällig. Hör mal auf, so einen Scheiß zu erzählen. Kein Wunder, fühlst du jetzt tot vom Pferd. Jo, nachmachen. Alles muss nachgemacht werden. Da fliegt das Teil. Wo? Achso. Hab's. Ich hab's. Ein Stoßzahn. So, sehr schön. Wer will noch aufs Maul? Oh, der Boss. Au! Habt ihr hier auch ein Gewehr? Ich sagte doch, der Boss erst zum Schluss, deswegen mach mal die anderen. Ja, natürlich ist er tot. So. Irgendwer ist hinter mir, der aufs Maul will. Lass mich doch mal looten, Kollege. Wer schießt dann noch sonst mit Pfeilen? Erwischt! Der ist es nicht, ich glaube. Ah! Ja, erwischt. So, jetzt bist du dran, Kamerad. Mut! Ach, das ist richtig cool über. Auch nach dem x-ten Mal mag ich die Animation. Und der wird sich jetzt nicht freuen. Sag ich doch. Ah, du hast einen coolen Helm. Kannst gar nicht erwarten, ihn dir runterzuschießen. Na also. Ich sollte nach Marken suchen. Ja, ja. Lass ihn erstmal hinknien. Der ist definitiv mindestens ohnmächtig. Ich behalte sie erstmal, bis ich. Natürlich behalte ich die. Bestimmt gegen wertvolle Ressourcen tauschen. Immer gut, einen Vorrat. Oder unsere haben. Eigene Armee damit identifizieren, die ich mir hier eigentlich aufbauen möchte. Hier gibt es wieder schöne Heilpflanzen. Das Spiel kennt mich. Es weiß, dass ich die brauche. Und zwar alle 13 Stück. Na gut, alle 12 Stück. So, her damit. Ich wollte auch auf den Langhals. Da müssen wir uns ein bisschen sputen. Der ist hier aber in der Nähe. 300 Meter. Na gut, irgendwas noch zum Looten. So eine Balliste würde ich auch gerne mal. Und da ist hier noch ein Vieh. Da ist hier noch ein Vieh. Oder? Nö. Eingekehrt. Ein Verwüster auf der Jagd. Gerüstet für einen Kampf. Ja. Mach mal den jetzt platt. Ich weiß nicht, warum der hier am Leben bleiben soll. Wenn die anderen alle sterben mussten. Spring doch nicht so viel umher. Was habe ich gerade gesagt? Zumindest kann der nicht arg ausweichen. Keine Munition mehr. Ah, ist das teuer. Ist das wieder mal teuer? Und das hat nur 9 gebracht. Das hat 144 gebracht. Und in den Arsch. Oh, 45. Also auch ein empfindlicher Arsch. Ich weiß, es ist ein bisschen unfair, da sich nicht wehren kann. Ich würde sagen, doch das Holz sollte im Normalfall kommen. Ja.
Kann ich auch nichts dafür, dass er sich davor fast umbringen lässt. Du hättest entscheiden sollen, dass du auf der guten Seite stehst. Dann würdest du jetzt noch leben. Sich einfach den Rebellen zu unterwerfen, ich glaub's ja nicht. So, nehme ich natürlich alles mit. Ist das hier abgeschlossenes Lager? Ja. Mehr abgeschlossen geht gar nicht. Irgendwas Wertvolles oben noch. Hui. Außer die Balliste. Damit will ich auch zumindest einmal mal geschossen haben. Feuer! Greife ich überhaupt was? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Also, nicht so spektakulär. Ich hätte da oben jetzt noch eine legendäre Kiste hingemacht. Ach, nach unten. Ein Skorpion. Wertvolles Skorpionfleisch bestimmt. Tatsächlich Wildfleisch. Würde ich jetzt nicht unbedingt essen. Oh, ein Stirbelwurm. Ein Wirbelsturm. Gibt's anscheinend auch hier. Wäre schön, wenn man mit unserem Gleiter da so richtig hochfliegen könnte. Na? Anscheinend kommt das Signal von dem Langhals. Wirklich? Ja, Aloy. Ah. Bisschen was hat's gebracht. Bisschen was hat's gebracht. Nein, höher. Sag nicht, da komme ich auch nicht drauf. Systemneustart. Ich könnte den Langhals überbrücken, aber wie komme ich zu ihm hoch? Du fragst Sachen, woher soll ich das denn jetzt wissen? Sieht nach Wasserraum aus. Oh, an den Beinen komme ich bestimmt nicht hoch. Ich muss es anders versuchen. Und wie? Kann ich das abschießen? Mit meinen Waffen kann ich das Ding nicht ausschalten. Es muss ja irgendwas geben, womit ich den Langhals ausschalten kann. Seilwerfer? Wirbelstürme? Da ist eine Balliste. Von Maschinen getötet, wie es aussieht. Ja, kann ich die nicht verwenden? Begutachten. Na gut. Dieses Ding schießt Anker? Sie wollten den Langhals zu Fall bringen. Wurden aber von den Maschinen überrascht. Ja, das passiert den Besten. Irgendwie da hochkommen und den Schaden untersuchen. Es sei denn, ich hole den Langhals selbst runter. Natürlich holen wir ihn runter. Und danach schauen wir, dass wir ihn zu Fall kriegen. Jetzt wird er repariert. Dann kriege ich ihn. So, da liegt noch was. Ein Maschinenkadaver. Her damit. Wir haben ja eh ein bisschen Zeit, bis der rumkommt. Wieso rennen die Schweine immer in meine Richtung? Oh, das ist mal geiler Rauch vom Feuer. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das sind gute Rauchpartikel. Noch mehr tote Osseran. Sieht aus, als hätten sie eine Maschine mit sich gerissen. Ah. Verwenden. Schneller. Daneben. Ich muss den Anker an den Schwachstellen des Langhalses anbringen. Oh, das klingt nach Ärger. Und ich brauche mehr Anker. Ich weiß, dass die Osseram hier weitere Ballisten platziert haben. Ich muss sie nur benutzen. Okay, das kriege ich hin. Die nächste habe ich schon gefunden. Dann muss ich jetzt alle Schwachstellen verankern. Schwein! Gib mir deine Lebensmittel. Wahrscheinlich gibt es hier noch weitere Anker. Ich muss sie finden. Mit ihnen bringe ich den Langhals zu Fall. Ja. Noch eine Balliste. Und sie hat einen Anker, den ich brauche. Boah, da sind wieder so ätzende Viecher dabei. Mit einer Balliste kann ich diese Maschinen sicher besiegen. Ich muss einen Anker an den Schwachstellen der Panzerung anbringen und zu Boden ziehen. Ja. Einer mehr sollte schwer genug sein. Noch mehr Maschinen. Ich muss mich beeilen. Ich beeile mich. Verspreche aber nichts. Schieß doch mal. Ja.
Du hast schon ein unfreundliches Auge. Und du magst Säure nicht, obwohl du einen Säurebehälter hast. Zu viel Sauer ist halt auch nicht gut. Ja, der hätte es besser treffen müssen. Komm schon. Oder kann ich das absprengen? Moin. Wollt doch auch den Häcksler nochmal ausprobieren. Jo, stirb. Stirb. Stirb schneller. Boah. Du Langbein. Nein. Hey, die können Cruise Missile schießen. Au. Gesundheit. Gut. Für mich. Besser. Natürlich ist es besser. Ach komm schon. Müssen wir das auf diese Weise austragen? Das waren doch schon die guten Pfeile. Nicht alle auf einmal. Das finde ich unfair. So, an den Schniedel. Oder das Euter. Sieht eher wie ein Euter aus. Bin aber nicht so bewandert in Mechanik. Muss ich tatsächlich sagen. So, wo ist denn der Rest von euch? Da war einer. Den habe ich gesehen. Mensch, ihr seid aber aggressive Teilchen. Sag ich doch. Ich habe die Balliste bereits verwendet. Ich sollte hier nach anderen suchen. Das ist eine wunderbare Idee. Ach, Himmelsgleiter seid ihr natürlich. Her mit deinem Schwanz. Ich bin noch im Kampf. Ja. Hier müssen wir ausweichen. Komm schon, der hat noch viel leuchtende Teile. Au. So, du wirst trotzdem sterben. Jetzt. Und wir haben ihm doch was Wertvolles abgeschossen. Und noch ein Nabelschwein. Ja, mit dem Zeug. So, Balliste, Balliste, Balliste. Anker, Anker, Anker. Da hinten vielleicht. Ah, da ist zumindest noch eine Maschine. Erstmal nachcraften hier. Und dann hau mal ihr so richtig schön auf die Fresse. Na, komm hier. Komm her, du süßer Gräber. Du kleines Grabmonster. Ja, das kann ich nachvollziehen. Feuer ist auch was sehr Gemeines. Komm, dreh dich mal kurz um. Was machst du denn da? Da sitze ich doch gar nicht. Drehst du dich jetzt mal um? Dankeschön. Voll in den Hintern rein. Ja. Zu Recht erlegt. Aber nicht gesagt, hier ist die Balliste. Ah, da oben. Na, dann eben da oben hin. Die Waffe hat noch einen Anker. Dann benutze ich ihn. Ja. Aha. Das reicht dann hoffentlich. Ich habe die Balliste bereits verwendet. Ich sollte hier nach anderen suchen. Mehr als... Du sagtest doch, das reicht. Tut mir echt leid, mein Großer. Hat gereicht. Oh je, du armes Vieh. Ich nehme das Helf-Item auf jeden Fall mal. Und dann reparieren wir dich irgendwie. Das nehme ich mir. So. Hey, der Kollege da hinten atmet aber noch. Ha, die macht auch Tech-Support anscheinend. Haben sie schon mal versucht, neu zu starten? Hilft gegen jedes beschädigte System. Kann ich bestätigen. Angaben ohne Gewehr. Okay, haben wir es jetzt geschafft?
Und wieso kann er weiterlaufen? Abseilen! Hui! Haben wir das gut gemacht? Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Und schaut mal, wir haben Fertigkeitspunkte. Und da hinten ist gerade eine Maschine auf mysteriöse Weise despawned. Das sah ein bisschen weird aus. Habt ihr vielleicht nicht mitbekommen. Ich habe es auch nur aus dem Augenwinkel wegploppen sehen. Die nehme ich mit. Müsste ich mal überprüfen. So. Langhals haben wir geschafft. Ja. Endlich ist hier mal wieder was aufgedeckt. Unbekanntes Rebellenlager. Das Meer aus Sand. Da wollen wir doch hin, oder? Poseidon. Stachel. Jagd gegen Durst. Oder wo war der erste? Da ist Äther und da ist Poseidon. Dann machen wir doch einfach Poseidon. Ansonsten Lagerfeuer voraus habe ich. Das ist abgeschlossen. Das ist unbekannt. Lager nirgendwo. Das liegt da aber irgendwo. Ansonsten hier auch einiges an Lagerfeuerchen. Noch ein Rebellenlager. Aber jetzt wird es erstmal Zeit, wieder 12 der schönen Fertigkeiten einzusetzen. Wahrscheinlich bei Jägerin vielleicht, keine Ahnung. Das müssen wir upgraden, verbessern. Verwenden wir ja gerade eh die ganze Zeit. Und verbessern für 5. Okay. Das hat zumindest einige der Fertigkeitspunkte jetzt schon verbraucht. Müssen wir gar nicht mehr so genau nachdenken. So, freigeschalten. Naja, Konzentrationsregeneration freigeschalten. Und keine Fertigkeitspunkte mehr. So, dann würde ich sagen, reicht es schon für die Episode. Ich werde da nur zum Lagerfeuer gehen. Ganz kurz speichern, werde mich nicht mit dem anlegen. Genau, das klappt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.